In diesem Video will ich euch mal ein paar Tipps mitgeben, wie ihr möglichst günstig euren Geschirrspüler betreibt. Fürs Hintergrundwissen habe ich euch mal den Sinnerschen Kreis in der Videobeschreibung verlinkt. Der sagt im Grunde aus, dass es 4 Komponenten gibt, die so eine Reinigung braucht. Eine davon ist Temperatur und eine andere davon ist Wasser. Das sollte man sich im Hinterkopf behalten, denn das teuerste an dem ganzen Spaß, einen Geschirrspüler zu betreiben, ist das Aufheizen des Wassers. Zeit wiederum kostet kaum etwas. Die Excel sieht relativ kompliziert aus. Ich erkläre die euch jetzt in dem Video und die ist auch verlinkt. Die könnt ihr auch dann selber benutzen und die Werte abändern. Also was müssen wir wissen, wenn wir ausrechnen wollen, was ein einzelner Geschirrspülgang bei einem Geschirrspüler kostet? Ich habe eine Siemens-Maschine, die habe ich auch unten mal verlinkt. Da sind die ganzen Verbrauchswerte drin und das hat mir sehr geholfen, diese Liste zu erstellen. Klarspüler ist nicht definiert, wie viel da benutzt wird. Bei Twitter hat mir Siemens gesagt 1 Milliliter, Stiftung Warentest sagt 3 Milliliter. Ich habe jetzt einfach mal 3 Milliliter angenommen. Ist auch nicht so wild, wenn der nicht so genau stimmt, der Wert. Beim Salz werden 14 Gramm bei meiner Einstellung verwendet und Spülmittel, da kommt es halt auf die Dosierung halt von eurem Spülmittel an. Bei Domol sind es zum Beispiel 18 Gramm. Das sind so die Werte, mit denen ich jetzt mal hier gerechnet habe. Was kostet Strom? Naja, Durchschnittspreis in Deutschland aktuell 30 Cent für eine Kilowattstunde. Um hier diesen Vergleich aufzumachen, will ich nicht nur die Kosten für die einzelnen Spülgänge mehr anschauen, sondern ich will mir auch anschauen, was kostet das Reinigungsmittel und was kostet zum Beispiel mit dem Tab, dass man mal da einen schönen Vergleich hat. Wichtig ist auch zu wissen, dieses Eco-Label der EU, wo die Energiesparklasse draufsteht, die bezieht sich immer auf den Eco-Gang. Es kann also durchaus sein, dass ihr einen total sparsamen Eco-Gang habt bei eurer Maschine, aber alle anderen Gänge total die Verschwender sind. Ich hatte ja den Sinnerschen Kreis angesprochen und der sagt genau das. Der Eco-Gang braucht halt einfach mehr Zeit. Dafür muss er halt das Wasser nicht so hochheizen und kann auch weniger Wasser an sich verwenden. Was Energiesparen und Wassersparen angeht, hat das Eco-Programm die Nase eigentlich immer vorn, wenn wir mal vorspülen, rauslassen, aber das ist ja kein klassischer Waschgang. Die Wasserkosten könnt ihr übrigens bei eurem Wasserversorger erfahren. Achtet darauf, Frischwasser und Abwasser zusammen zu berechnen. Die Formel, die ich verwendet habe, die könnt ihr ganz einfach erfahren, wenn ihr da in so ein Kästchen klickt, wo eine Berechnung stattgefunden hat und da seht ihr dann, wie die Werte berechnet wurden. Also mein Tipp ist immer, benutzt den Eco-Gang, der am längsten läuft. Das kann ein bisschen nervig sein, dann vielleicht einfach über Nacht laufen lassen, aber das Schöne ist einfach, der braucht am wenigsten Wasser und der braucht am wenigsten Strom. Das ist nicht nur fürs gute Umweltgewissen schön, sondern auch für den Geldbeutel. Zudem solltet ihr einzelne Komponenten benutzen, also Klarspüler, Salz und Spülmittel und solltet keine Multitabs verwenden. Die Multitabs sind in jedem Fall teurer, seht ihr auch in meiner Tabelle. Wo ich die Preise her habe, seht ihr auch in der Liste, könnt ihr einfach auf die Preise klicken, dann ist das Produkt da entsprechend verlinkt. Wenn ich da jetzt einen Fehler drin habe in der Liste, ist ja kein Problem, ihr könnt ja die Liste entsprechend anpassen. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns mal sozusagen ein Standardszenario an, so eine Worst-Case- und Best-Case-Analyse. Also besten oder am günstigsten, ob das am besten ist, lasse ich mal dahingestellt. Da könnt ihr bei der Stiftung Warentest schauen, aber am günstigsten ist es halt No-Name-Produkte wie die von Aldi, DM oder Domol zu verwenden und keine Multitabs und den Eco-Gang. Wenn ihr das einhaltet, dann kommt ihr bei einem Spülgang in meinem Setup hier auf 34 Cent. Und da ist jetzt alles eingerechnet. Wasser, Strom und Chemie. Das Worst-Case-Szenario wäre sozusagen, ihr habt einen Multitab von der Marke und benutzt gleichzeitig den Schnellgang eurer Maschine, die also den Faktor Zeit gegen Energie eintauscht. Das sind bei mir 1,3 Kilowattstunden. Und wenn ich jetzt mal das Multitab von Finish mir zum Beispiel anschaue, dann sind das 56 Cent für einen Spülgang. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, habe ich rechts mal den Jahresverbrauch angesetzt. Laut EU-Label werden da immer so 280 Spülgänge angenommen. Und die Differenz ist doch ganz schön beachtlich, finde ich, für ein Jahr. Da ist man bei knapp 62 Euro Ersparnis. Und man hat natürlich auch die Umwelt nebenher geschont, ganz klar. So, viel mehr will ich euch jetzt gar nicht erklären. Ihr habt die Liste, ihr könnt eure Verbrauchswerte eintragen oder ihr könnt es einfach so hinnehmen, wie ich es euch gesagt habe. Oder ihr könnt kommentieren, was ich hier falsch berechnet habe und dann kann jeder quasi das nochmal nachvollziehen mit der Liste zusammen. Aber das Wichtigste, was ihr jetzt aus dem Video mitnehmen solltet, ist auf jeden Fall Eco-Gang benutzen und 3 Komponenten benutzen. Und es spricht auch nichts dagegen, ein Markenprodukt zu nutzen. Wenn ihr nämlich mal hier oben schaut und wir gehen bei von Finish aus, nehmen wieder die 3 Komponenten, dann bin ich halt statt 34 Cent bei 37 Cent. Der größte Faktor ist also Strom.